Willkommen in den Headquarters von Sonnenklar TV. Wir arbeiten hier ja alle in der Reisebranche und wir gucken jetzt mal, wie sattelfest die Kollegen sind, wenn es ums Flaggenraten geht. Jedem Kollegen werden 3 Flaggen präsentiert. Errät er 2 von 3 Flaggen richtig, bekommt er eine kleine Nascherei. So, was ist das für eine Flagge? Ein Stern. Der? Auf einer roten Flagge ist. Chinesisch. Norwegen. Oder Australien, die schauen alle gleich aus, keine Ahnung. Okay, ich mach's ein bisschen leichter für dich. Oh ja, kenne ich. Türkei. Keine Süßigkeiten für dich. Okay, nach diesem Misserfolg probieren wir es direkt bei der nächsten Kollegin mit den gleichen Flaggen nochmal. 3 Flaggen raten. Wenn 2 richtig sind, bekommt sie eine Süßigkeit. Nihan! Ja. Was ist das hier für eine Flagge? Australien? Keine Ahnung. Türkei. Danke, danke. Auch sie bekommt keine Süßigkeiten. Schauen wir mal, wie die nächste Event-Kollegin so abliefert oder ob. Hallo Marleen, was ist das hier für eine Flagge? Südkorea? Gut. Griechenland. Richtig. Costa Rica. Aber du bekommst eine Süßigkeit. Du hast 2 von 3 richtig. So, nachdem der erste Teil ja durchwachsen lief, schauen wir mal, was die Cutter so drauf haben und gehen zu unserem Kollegen Christos, der gerade an einem Video arbeitet. Hallo. Du müsstest diese Flagge hier einmal erraten, bitte. Jo. Das ist England. Richtig. Was haben wir hier? Norway. Meep. Dänemark. Richtig. Okay, cool. Last one. Kenia. Richtig. Wow. Das gibt ein, gibt 2 Stück. Okay, cool. das ist für mich, das ist für mich. Dankeschön. Unsere Redakteurinnen sollten sich doch eigentlich mit Flaggen auskennen. Ariane, Flaggenraten? Also als erstes geht es hier um diese Flagge. Oh Gott! Kroatien? Richtig! Boah, Kolumbien oder sowas? Das ist der richtige Kontinent, aber leider falsch. Südamerika auf jeden Fall. Panama? No. Neuseeland? Nein. Australien oder Neuseeland? Entscheid dich. Neuseeland. Australien! Einige unserer Kollegen rennen weg vor uns, während wir hier die Gänge entlang kommen, weil die schon Böses befürchten. Unsere Moderatoren sind allerdings nicht kamerascheu. Da gehen wir jetzt mal rein. Da steht der Ulf gerade im Studio. Schauen wir mal, ob du die hier kennst. Ihr wisst, dass wir in der Live-Sendung sind, ja? Hilf mir. Sag was. Ungarn. No. Türkei. No. Was ist denn das? Was ist das? Singapur. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Was macht ihr hier? Es ist Singapur. Wir haben eine Live-Sendung. So, und dann haben wir noch als drittes, letzte Chance, um deine Ehre irgendwie zu retten. Ja. Süßigkeiten kriegst du jetzt eh nicht mehr, aber Ehre retten? Ja. Hatten wir doch schon. Du bist doch einer unserer weitgereistesten Moderatoren. Was ist denn da los? Ich halte dich die Flaggen an und ich bin in der Live-Sendung. Außerdem... alles Absicht, ja? Ich will gar keine Süßigkeiten, ich bin nämlich viel Fastenzeit, zu fett. Deswegen der Fastenzeit. Ja. Wir lösen es jetzt trotzdem noch, aber ich sag's, damit du nicht machen musst, auch wenn du es eigentlich weißt, es ist Indonesien. Selbstverständlich.
Was sollte es sonst sein? So, die Regie hat uns jetzt im Studio natürlich schon gesehen, weiß, dass wir auf dem Weg sind. Mal gucken, ob wir unsere Producerin Juli dazu überreden können, mitzumachen. So, wir gucken jetzt mal, wie gut die Juli aufgepasst hat. Wir geben ihr einfach die gleichen Flaggen nochmal. Ja. Juli! Ich werde ja kurz mit Flaggen gefragt. Ich habe keine Ahnung von Flaggen. Wie lange sind die Mats noch? Noch 1 Minute 17. Also, so schnell muss gehen. Ja, klar. Also, dann kann ich nämlich da. Polen? Nee, das ist Viereck. Richtig, ja, ja. Richtig. Okay, cool. Das ist nicht Türkei. Türkei sieht nur die andere. Warum denkt jeder, das sei die Türkei? Das obere Teil ist von, sieht aus wie Türkei. Es ist nicht. Es ist Singapur. Singapur, klar, ja. Doch, habe ich auch. Das wäre jetzt meine nächste. Psst, eine Soufflöse ist eingetroffen. Also, das wäre mein Top 3 gewesen. Das ist schon wieder Polen. Das ist nicht Polen. Das ist jetzt Indonesien. Das ist richtig. Juli bekommt eine Süßigkeit. So, wir gehen jetzt zu einem Kollegen. Dem habe ich gestern davon erzählt, was wir heute vorhaben. Und er hat sich schon damit gerühmt, dass er jede einzelne Flagge erkennt. Er rühmt sich auch als Italien-Experte. Und für den habe ich eine ganz besondere Runde vorbereitet. Und er kriegt 4 Flaggen. Tommaso. Du bist Flaggenexperte, habe ich gehört, oder? Ja. Wir fangen mit dieser Flagge an. Du bekommst 4 Flaggen, alle anderen nur 3, aber da du dich so gerühmt hast damit, dass du so viel errätst, kriegst du 4. Irland. Richtig. Italien. Das ist verarscht. Ach du Scheiße. Entweder ist es in Italien. San Marino? Was ist das? Das ist fies. Vatikan? Richtig. Ach du Gott. San Marino. Ich weiß es nicht. Entscheiden Sie sich bitte in 3, 2... San Marino. Richtig. So, dann schauen wir mal bei unserer Sendeplanung vorbei. Da ist heute die Janine da. Starten wir mal. Wir starten damit. Das ist Großbritannien. Sehr gut. Puh. Vielleicht Dänemark? Eine Chance noch. Wales? Nachbarstaat davon, das ist England. Aber du hast noch eine Chance. Okay. Noch ist nicht okay. Hopfen und Malz verloren. Nepal? Richtig! Du darfst dir was aus unserer magischen Schüssel nehmen. Da nehme ich das hier. Dankeschön. Vielen Dank. Auch an der Producerinsel sind mittlerweile ein paar Producer eingetroffen und die nehmen wir jetzt auch noch in die Mangel. Marc! Hallo! Flaggenraten! Wir starten damit. Österreich? Sehr gut. Dann ist es. Marokko? Richtig, also eine Süßigkeit ist schon mal gesichert. Sehr gut. Greif zu. Du darfst 2 Sachen nehmen. Nimm den Alkohol. Okay.